Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung von mir, vom Kalli. Ich möchte euch einen schönen Überladewagen vorstellen, zu dem wir jetzt auch direkt hinfahren werden. Ich muss dazu ein paar Rüben ernten, und um ihn natürlich zu benutzen, zu ausprobieren und Co. Jetzt können wir mal kurz, und hier können wir ruhig noch ein bisschen weiter ernten, damit wir auch drankommen. Und stopp, so. Wir werden mal kurz überladen, falls das hier ganz normal schon geht. Aber sollte eigentlich doch geht. Super, okay. Mal kurz hier einsteigen. So. Und zwar ist das ein Überladewagen von Kyosho. Das ist ein grimme Überladewagen, den es in Real auch gibt. Wir gucken uns diesmal zuerst im Shop an. Ne, genau, der war nicht in der Kategorie Überladewagen, leider. Der war in der Kategorie Hänger, ganz normal. Da ist er doch. Ja, leider keine Beschreibung hinzugefügt. Das ist ein Grimme RUW 4000 für 105.350 Euro. 35 Euro Unterhaltskosten am Tag. Leider keine Beschriftung. Schlimm, ob er auch vielleicht Kartoffeln oder ähnliches lädt. Macht er leider nicht. Naja, wir haben ganz normal eine Rundumleuchte verbaut, ganz normal. Blinker sollten auch gehen, wenn auch nur sehr schwach. Leider. Na gut, ist ja nicht so schlimm. Könnte man vielleicht selber ein bisschen heller machen. Das Corona ist ja kein Problem. Also bereift ist ja ganz normal mit Rädern. Keine Ketten leider. Ich habe für den Acker, für sowas gerne manchmal Ketten. Jetzt wollen wir mal auf den LKW überladen, um auch mal zu gucken, welche Überladeanimation denn der Überladewagen hat. Mit O fahren wir die Pipe aus. Leider ist nichts angegeben. Oben in der F1 Hilfebox. Finde ich jetzt ein bisschen schade. Und irgendwie scheint auch hier ein paar Pro. Oh. Wo wir doch relativ weit weg von fahren, ne? Okay, jetzt geht er über. Ja, ist ein normales Überladesystem. Schade, dass halt bald nicht beide die gleichen Überladesysteme oder Partikelsysteme haben. Quasi dieses zur Art gemischte von dem Holmer. Und jetzt haben wir hier das von dem Überladewagen. Ja, aber doch, sieht ganz angenehm aus. So, steigen wir nochmal aus. Sieht eigentlich nicht schlecht aus. Sieht schön aus, schön modelliert, schön texturiert. Vielleicht ein bisschen weniger Logos auf dem Gerät. Dafür hat er vielleicht ein bisschen hellere Blinker. Hinten das 50 Logo flackert auch, wenn man einsteigt leider. Ja, ist ein HW Grimme. Bleibt eigentlich nicht viel zu sagen. Sieht top aus, gut. Schön texturiert, schön gebaut, schön modelliert. Vielleicht ein bisschen helleres Licht rein. Und vielleicht ein anderes Partikelsystem, würde mir noch persönlich gefallen. Und dann wäre der auch schon fast top. Ne? Ich würde mal sagen, Download-Link wie in meiner Beschreibung. Danke fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Abo da. Bei mir kommt das regelmäßig von der Mod-Vorstellung. Und ansonsten sage ich danke fürs Zuschauen. Tschüss, auf Wiedersehen, euer Kalli. Those doors, I'm a fool for your love.